Beamten, und das könnte aus dem gestern vorgelegten Verfassungsschutzbericht sein, zur Vorsicht beim Kontakt mit streng gläubigen Muslimen. Zitat Papst: Von einer Heirat zwischen Katholiken und nichtchristlichen Migranten wird man unterschiedlichen Nachdruck je nach Religion abraten müssen. Besonders die Eheschließung mit Muslimen sei oft, Zitat Papst, eine bittere Erfahrung. Und allmählich dämmert es auch dem Vatikan, dass der Gutmensch-Dialog auf irgendwelchen interreligiösen Symposien buchstäblich einen Dreck wert ist, solange Angehörige gleich welcher Religion überzeugt davon sind, dass zur Freiheit eben auch die Freiheit gehöre, jemanden schlagen zu können. Was Gewalt und Unrecht in einer Gesellschaft oder einer Religion bedeutet, erfahren immer zuerst die Kinder und die Frauen. Fest steht, dass in islamischen Ländern die Scharia, das islamische Recht, gelten muss. Was weniger fest steht, ist ihre Interpretation bzw. die tatsächliche Anwendung zum Teil grausamer und primitiv archaischer Strafen wie die Steinigung von Frauen für Ehebruch. Spätestens da hört Religion auf, bloße Privatsache zu sein. Warum gibt es eigentlich nicht überzeugendere, modernere Deutungen des Islam, gerade in unserem Land, und eine klare Absage der Steinigung in anderen? Wie haarsträubend die Erfahrungen von Frauen sind, erfahren Sie im Film von Anja Dehne und Ahmed Senyot. Du wirst ihn heiraten, ob du willst oder nicht, hatte ihr Vater befohlen, als sie 15 war. Und Serap konnte sich nicht wehren. Ihre Eltern schickten sie von Deutschland in die Türkei, um sie zu verheiraten. 6 Jahre lang wurde die junge Frau dort von ihrem Mann geschlagen, misshandelt, missbraucht. Serap gelang die Flucht. Inzwischen lebt sie wieder in Deutschland. Ich konnte mich aus der Gewalt der Religion und Tradition befreien. Doch es gibt zahlreiche und unzählige betroffene Frauen und Mädchen, die Opfer im Namen der Religion und Tradition hier in Deutschland leben. Die deutsche Öffentlichkeit hat kein Bild von diesen Tradition und Religionsgewalt, die wir muslimische Frauen in unseren vier Wänden erleben. Serap bedauert, dass es in Deutschland keine breite Empörung gibt über Männer, die im Namen des Islam ihre Frauen unterdrücken und misshandeln. Ganz anders ist das in Frankreich. Erst vor kurzem gab es große Aufregung über die Aussagen des Imam von Vinicieux. Abdelkader Bouzian hatte in einem Interview mit einer französischen Zeitung gesagt, der Islam gestatte es, die Ehefrau zu schlagen und Frauen bei Untreue sogar zu steinigen. Nach einem Sturm der Entrüstung wurde der Geistliche kurzerhand nach Algerien abgeschoben. Auch in der Türkei gibt es immer wieder große Empörung. Auch hier rechtfertigen islamische Prediger in ihren Schriften Gewalt gegen die Ehefrau mit dem Koran. Aber türkische Frauen wollen nicht länger Sklaven ihrer Männer sein. Sie gehen auf die Straße, demonstrieren gegen diese Auslegung ihrer Religion und gegen Szenen wie diese. Ein Ehemann sticht auf offener Straße über 50 Mal auf seine Frau ein, nur weil sie ihn verlassen wollte. Die Polizei schaut zu. Die Frau überlebt mit schwersten Verletzungen. Gewaltexzesse im Namen der Ehre und im Namen Allahs. Serap hat das am eigenen Leib erfahren. Inzwischen hat sie ihre Geschichte aufgeschrieben und in einem Buch veröffentlicht. Seitdem bekommt sie ständig Briefe und E-Mails von muslimischen Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind, die von ihren Männern gequält werden und dringend Hilfe brauchen. Auch hier in Deutschland. Hier in Deutschland fehlt eigentlich dieses öffentliche Bewusstsein über diese Gewalt, die im Namen der Tradition und Religion ausgeübt wird. Es ist einfach auch diese naive Einstellung und naive Toleranzverständnis der deutschen Gesellschaft. In Deutschland gibt es Bücher, in denen Gewalt gegen Frauen islamisch gerechtfertigt wird. Man kann sie ohne Probleme kaufen, ganz legal und ohne, dass jemand daran Anstoß nimmt. Zum Beispiel hier in Frankfurt am Main. Wir drehen in einem arabischen Buchladen mitten im Zentrum mit versteckter Kamera. Denn Journalisten sind hier nicht gern gesehen. Wir finden ein Buch, das auf der islamischen Bestsellerliste ganz oben steht und nach Auskunft des Verkäufers hier reißenden Absatz findet. Erlaubtes und Verbotenes im Islam, so der Titel. Darin genaue Anweisungen für den muslimischen Ehemann auf Deutsch. Er darf, heißt es da, schlagen, um islamisches Verhalten zu bewahren,
und wenn der Ehemann ungehorsam in etwas sieht, was sie tun muss oder wo sie ihm gehorchen muss. Zu dem kleinen Buchladen im Stadtzentrum von Frankfurt gehört diese Moschee im Hinterhof. Nach dem Freitagsgebet wollen wir mit den Männern reden über das Buch, das wir kurz zuvor vorne im Laden gekauft haben. Also ich habe hier dieses Buch gekauft, da in Ihrem Bücherladen. Da steht zum Beispiel hier auf der Seite, dass man Frauen schlagen darf. Wie finden Sie das? Nee, aber bitte nicht jetzt. Sie müssen jetzt stoppen. Und, wie finden Sie das, dass da drin steht, dass man Frauen schlagen darf? Nee. Wie finden Sie das, wenn jemand schreibt, ein muslimischer Mann darf seine Ehefrau schlagen? Ich habe seine Meinung. Sie können doch auch Ihre Meinung schreiben. Das ist doch Freiheit. Kennen Sie diesen Autor, Al-Karadawi? Ja, auch. Sie können nicht einfach die Kamera anschauen. Gehen Sie nach Hause. Los, gehen Sie. Sie können hier nicht handgreiflich werden. Das ist mein öffentliches Gelände. Ja, Sie haben aber und schlagen Sie bitte den Kameramann nicht. Das werden wir alles aufnehmen. Natürlich, er fasst ihn an. Lassen Sie den Mann los. Lassen Sie sofort den Mann los. Schläge statt schlagender Argumente. Die Kamera sei unerwünscht, heißt es. Und außerdem würden die falschen Fragen gestellt. Islamisten in Deutschland billigen nicht nur Prügel für die Ehefrau, sondern sogar die Steinigung von Frauen im Falle der Untreue. Zum Beispiel dieser Mann. Abdul Karim Grimm, ein ehemaliger Seemann aus Hamburg, der in Kamerun zum Islam konvertierte und inzwischen verwoben ist ins Netz radikaler Islamisten. In einem Internetforum schreibt er auf die Frage, warum wird Ehebruch bestraft? Muss es die Steinigung sein? Zitat: Die Schwere und weitreichende Konsequenz eines Ehebruchs rechtfertigt die drakonische Strafe auf jeden Fall. Steinigung als gerechte Strafe? Wir wollten Abdul Karim Grimm dazu befragen, aber ein Interview lehnt er ab. Und so sieht das aus. Das Video einer öffentlichen Steinigung im Iran. Die Opfer werden in Säcke geschnürt und eingegraben, damit sie nicht weglaufen können. Dr. Nadim Elias ist Vorsitzender des Zentralrates der Muslime in Deutschland. Er wird von Politikern und kirchlichen Würdenträgern als der Dialogpartner anerkannt. Ihn wollten wir zur Steinigung befragen, aber ein Interview lehnt Elias ab. Serap hat die Brutalität ihres Ehemannes öffentlich angeprangert und verurteilt. Nun lebt sie in Angst. Sie ist schon mehrfach bedroht worden von Islamisten in Deutschland.